Erstmal brauchen wir einen Kümmerer. Wir brauchen das Pflegepersonal, wie in dem Kranken- und Pflegebereich brauchen wir das im Wald auch. Wir gucken in andere europäische Länder, welche Baumarten können wir hier etablieren, dass sie den Wald von morgen bilden. Denn der Wald alleine in den Alpenregionen ist ein anderer wie in Oberfranken oder wie im Emsland oder in Mecklenburg-Vorpommern. Und da reichen einfache oder monokausale Konzepte aus Brüssel eben nicht. Wir müssen vor Ort in der Region Forstwirtschaft betreiben, Entscheidungen treffen und subsidiär die Dinge voranbringen. Es gibt viel zu sehen. Großes Thema ist Technik, Digitalisierung. Das ist wirklich die Zukunft. Man kann von oben gucken, wo tut sich was im Wald, wo sind Kalamitäten. Ohne Technik werden wir diesen Waldumbau nicht schaffen, weil nicht jeder mit dem Hackerl rausgehen kann und Bäumchen pflanzt. Da ist die Interforce eine tolle Plattform, um diese Akteure zusammenzubringen.